Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich bin eher für Highway to Hell. AC/DC. Anlässlich unserer 10 Jahre Regionalitätspreis der Bezirksbäder entstand die Idee, dass wir uns dazu nichts schenken lassen wollen, sondern dass wir ein Geschenk weitergeben. Und in einem Gespräch mit dem Roten Kreuz sind wir draufgekommen, dass es schon viele Standorte für Defibrillatoren in Salzburg gibt, aber noch nicht am Geisberg. Der Geisberg ist der sehr stark frequentierte Ausflugsberg der Salzburgerinnen und Salzburger und wir wollen jetzt dort ein Zeichen der Sicherheit setzen und haben den jetzt hier installiert und dafür sind wir sehr dankbar dem Roten Kreuz, aber auch der Zistelalm und Albus, die das mit dem Standort mit unterstützt haben. Der befindet sich an der Buskehre bei der Zistelalm. Das ist ein Gebiet, wo besonders viele Wanderer unterwegs sind und wo einfach noch ein Defibrillator gefehlt hat. Falls ein Notfall ist, kann jetzt erste Hilfe geleistet werden. Uns als Albus freut es natürlich sehr besonders, dass dieser Defibrillator da auf der Haltestelle am Geisberg angebracht ist. Es ist ja doch der Lieblingsberg der Salzburger, wo entsprechend viele Leute und eine hohe Frequenz da ist. Und wir hoffen zwar, dass er nie zum Einsatz kommt, aber es ist wichtig und eigentlich gehört sowas auf jede Haltestelle, meines Erachtens. Ja, ich war das letzte Mal bei uns im Haus dabei, weil wir ja unsere Busfahrer alle ausbilden müssen. Da ist das vorgeschrieben, dass die auch erste Hilfe Kurs dabei haben, wo ich hin und wieder dabei sein darf. Und anwenden habe ich es Gott sei Dank noch nie müssen. Aber ich glaube, es ist so, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es wird so 30 Mal die Druckmassage sein und dann wieder zweimal beatmen. Ja, wir freuen uns, dass wir da behilflich sein dürfen, dass der jetzt bei uns herum ist. Der Geisberg ist doch stark frequentiert, überhaupt zur Wanderzeit. Es sind doch sehr viele Leute da, die den Geisberg gern ausnutzen und er ist ja sehr beliebt. Ja, wir sind sehr froh, dass einer da ist. Wir hoffen, dass er nicht so oft zum Einsatz kommt, aber es ist doch irgendwie beruhigend und es gibt ein gutes Gefühl, dass man sowas in der Nähe hat. Es kann jeder das machen und ich würde es Ihnen am besten gleich zeigen. Wir haben hier einen Defibrillator, Sie öffnen ihn. Man drückt auf Öffnen und dann spricht er mit Ihnen. Entscheidung vom Brustkorb des Patienten entfernen. Das heißt, der Defibrillator erklärt Ihnen immer genau, welche Schritte zu setzen sind und dass Sie die Rettung alarmieren müssen und gibt Ihnen alle Anweisungen. Roten Angriff ziehen, um Verpackung zu öffnen und Klebeelektroden entnehmen.